Warte, Ja. ich hole meinen Taschenrechner raus. Jetzt mal Es sind ernsthaft, wieso? 64, es sind Ja, aber wieso habe ich denn 64. noch 8 über? Weil du dich 1, 2, verrechnet 3, 4, hast. 5, 6, 7, 8. Genauso wie 2 plus 2 5 ergibt, wenn du dich verrechnest. Ich dachte, das ist immer richtig so. Hä? Mein Weltbild! Jetzt bin ich Sag komplett. mal, Tobel. Ja, Marci, der Willst du Weihnachtsmann vielleicht ist was auch nicht echt. anmerken? Ja, was denn? Das wusste ich schon. Es ist Wer nämlich der nicht mehr Nikolaus, der da echt ist. ist. Ach so, ja, Lemon Freak ist jetzt schlafen gegangen. Der Kleine musste Haya Haya machen. Die kleine Limone. Aber ein bisschen wollen wir jetzt noch weitermachen. Und ich habe so professionell, wie ich mal wieder bin, vergessen, meinen Timer auszumachen. So wie immer. So, ich brauche noch. Das sind wir doch gewohnt. Ja. Immer diese schlimmen Leute. Ja, ne? Kriegen nichts geschissen. Ja. Einfach widerlich. Ja, fass du mal die Nase bitte. Mach schon die ganze Zeit. Fuck. Bin ein paar Etagen zu tief runtergefallen. Lalalala, das brauchen wir alles nicht. So, das brauche ich auch nicht mehr. Was ist hier noch so drinne? Das kommt auch alles mal damit rüber. So. Ich möchte gerne ein Stack. Oh, ich hab glaube ich verrechnet. Nee, doch nicht. Passt genau. Einer. Trecken! Wo bist du, du Arsch? Komm her! Wo bist Schwarzarbeit du? leisten. Hier im Haus. Chris, wo bist du? Schwarzarbeit. Arbeit ist nicht verkehrt. Sammel auf. In der Nähe. Sammel auf! Das klappt ja super. Bin ganz in der Nähe, nur ein paar hundert Blöcke entfernt. Was tust du da? Klick, klick. Das darfst du machen, wenn du alleine bist. Igitt. Lass mich hoch. Oh, danke. Ja, hier. Ich hab dir unbeabsichtigt eine Treppe beabsichtigt hingestellt. Chris, was machst du da hinten überall noch? Oder noch Funklay sammeln? Ja, noch Funklay sammeln. Wieso bist du nicht wieder hergekommen? Ich hab doch gefragt, ob alle wieder da sind. Ich hab ja nicht ja gesagt, also. Ich. Nein, halt, halt, Das halt, stimmt. halt! Oh, hey! Ich wollte hier hoch. Aber wir müssen Ja, dann noch habe ich noch einen eine höher. Erzader gefunden und dann dachte ich mir so, ach, das wird schon nicht stören. Wenn du auf mal weg bist. So, wir wollen ja nur gleich den Ist ganzen Raum positiv. einräumen. Was meinst du mit wir? Hast recht, ich arbeite und ihr tut so, als ob ihr arbeiten würdet. Ganz genau. Was? Okay, ich arbeite und ihr chillt. Ah, schon viel besser. Gefällt mir. Also in einer Kommune, ne? Da muss man ja auch mal zusammenhalten, ne? Ja, Echt? Bauarbeiterprinzip. Ich Einer bin der arbeitet Baumeister. und 8 Leute gucken zu und halten die Schaufel. So. Du brauchst die Schaufel So. nicht festhalten, du fällst schon nicht Ja. um. Das sieht irgendwie scheiße aus. Nein, ich muss ganz ehrlich sagen, mir gefällt's. Also Ja. mir. Das sieht irgendwie wie so eine Comic-Grafik aus. Das Ist doch erinnert mich irgendwie cool. voll an eine Map in Counter-Strike. Ist ein Anfang. Aber komm, ich find's cool. Ja, ich find's eigentlich auch Magst cool. du keine Comic-Grafik? Geht. So. Das heißt, wir können jetzt anfangen mit dem Einrichten. Und dann fangen wir mal als erstes. Moment, 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 Moment. Bevor wir das einrichten, müssen wir erstmal Richtfest feiern. Warte, warte, warte. Wie heißt das noch? Chris, es gibt da irgendwie diese neuen Säfte, weißt du es noch? Aha, du kannst mal meinen Saft. Na, egal. Jetzt wird's schlimm. Was zum? Noch da. Ja. Hilfe. Nein, ich sehe hier gerade. Ich dachte, es wäre nicht ein Handtuchhalter, aber das ist eine Rückenlehne. Gib mal Seat ein. Also Seat.
Und dann dieses Spruce Seatback beispielsweise. Ja, genau. Ich dachte, das wäre irgendwie ein Handtuchhalter oder so. Boah, wie sind noch mal die neuen Flüssigkeiten? Naja, egal. 10+. So, warum auch immer die ganzen Kisten hier noch liegen. Dann würde ich. Was machen wir mit den, was machen wir mit den Bricks? Pack irgendwo hin. Pack in die Dia-Kiste, die Ich wahrscheinlich. wollte gerade, ich wollte es gerade sagen. Die Cover bitte alle nicht da reinpacken. Okay. Die Cover sollen hier ein bisschen extra noch bleiben. Also Cover und alles, was hier zum Baum benutzt, dann hier hinten rein. Alles klar. Ich bin jetzt gerade am Überlegen. Okay. Thermal Expansion. Thermal. Was möchtest du noch hinten rein haben? Yes. Ich geh Baumwolle pflücken. Du machst es definitiv nicht besser. Ich guck gerade inzwischen diese Truhe und diesen Felder nochmal, geht da so in der Welt vorbei. Mike, guck mal her. Ich Ja. hab dir hier in der Worktable mal kurz ein Rezept für einen Schraubenschlüssel gemacht. Oder nie, Ja. Thermal Expansion? Hattest du das schon mit? Nee. Gut. Auf jeden Fall, ich baue jetzt hier mal eben alles ab. Und überlege dann, was wir wieder aufbauen müssen, um erstmal temporär wieder was zu bauen. Du göttlich, ey. Was zum? Wer hat hier die Erze im falschen Trichter reingepackt? In eine Was nicht? Sawmill gehören keine Erze rein. Warum ne? Wollen wir nochmal halbieren, damit wir nochmal das Doppelte rauskriegen. Das kann man im Pulverizer machen. Und nicht Soll ich in die Sawmill. Eisenkisten hier schon mal leer machen? Ja, kannst du machen, einfach im Ofen reinschmeißen lassen. Musst du irgendeinen freien Ofen suchen. Okay. So, was brauchen wir an Maschinen? Wir brauchen ein Redstone-Furnace. Das ist wahrscheinlich der normale Ofen, oder? Ja, das ist der mit Bricks, das ist Ja. der normale Ofen. Den brauchen wir eigentlich nicht unbedingt. Pulverizer haben wir, Sawmill haben wir. Induction Smelter, den brauchen wir dringend. Ja, die Bausteine für Induction Smelter baut man im Induction Smelter. Nee, echt jetzt? Logik. PDF? Baut man das Ding denn? Nee, im Grunde genommen eigentlich ja nicht. Invalent. Ja, ich versuche gerade das richtige Inval zu finden. Wo Was soll ich hier Inval? das Sawdust hinpacken? Hier, ist das Inval. hier im Barrel drin? Nehmen neues Fass dafür. Okay. Verdammt, wie können wir denn Inval herstellen? Hey, für den Induction Smelter brauchen wir Invar. Voll imba. Nein, leider nicht. Ich habe keine Ahnung, wie man den machen soll. Ich weiß, wenn man den Induction Smelter kann man den ganz normal aus Dings machen. Aus Silber und Eisen. Aber wie macht man den denn normalerweise? Hä? Wie kommt man denn an Invar ran am Anfang? Also in Also im Pulverizer, wenn man ja gut, Hard Energy Cell, die haben wir ja noch nicht. Nickel und Eisen im Induction Smelter. Iron, also dafür brauchen wir den Induction Smelter und den wollen wir ja bauen. Ja, deswegen das ist irgendwie total dämlich. Thermal Expansion. Es gibt zwei Arten von Invar. Hä? Mach's gerade auch nicht. Macerator? Ja, die ganzen Invar-Werkzeuge, aber die kann man ja auch nicht finden, soweit ich weiß. Ja, oder eine Zentrifuge.
Wie baue ich die die Eisenkisten ab? Ganz normal mit Ja. Spitzhacke? Hä? Also wenn wir jetzt mal ein bisschen leiser sind, kurz, liegt es eigentlich daran, dass wir wirklich enorm denken. Ah, hier habe Oh, ich's. denken. Eisen, Dust Guter Witz. und Nickel bzw. Ferrus. Ja, Gibt ich sehe es auch 9 gerade. Small Pile of Invar Dust. Das heißt, das müssen wir zweimal machen. Leuchtsmelter, oder? Nee. Pulverizer brauchen wir dafür. Das heißt, die müssen wir wirklich noch wieder aufbauen vorher. Gesundheit. 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 Mangeltag. Lead Ich habe die Redstone. Kisten in den roten Raum gestellt. Ja. Lead. Komm hier im Lead. Ja, da. Lalalala. Ich wollte gerade sagen, mimi. So. Mal kurz zur Erklärung checken. Willst du mal hier mit herkommen? Dann mache ich es einfach nochmal für dich als Wiederholung und für die, die es noch nicht verstanden haben. Okay, ich komme auch nochmal dabei. Nein. Ja, das Wo bist denn bei den Worktable, da das die einzige Möglichkeit ist, wo du mir zugucken kannst. du? Ach so, da bist du. Okay. Gucke. So, das sind die Energy Conduits. Das ist so gesehen der Grundbaustein von RF-Transport, das heißt alles, was mit Thermal Expansion zu tun hat. Und da müssen wir jetzt ein paar Kabel verlegen. Da wir jetzt uns mal überlegen müssen, was brauchen wir an Maschinen? Pulverizer, der braucht im besten Falle direkt einen Ofen daneben bei. Das heißt, zwei Maschinen nebeneinander. Würde ich den hier hinstellen. Weil da kann man nämlich eine Endertruhe genau daneben packen, beziehungsweise einen Ausgang. So. Die möchte ich gerne wieder haben. Kommt die anderen bitte auch mal mit, ja? Sofern euch das interessiert, wie wir den Raum aufteilen. Warte, Also du ich musst mir nicht komme zu dir. hinterher springen. Ich hab gedacht, du willst da unten was machen. Nein, wir wollen hier oben einmal kurz die Maschinen aufbauen. Ja, so, okay, ich So, bin. Induction Smelter ist ein eigenständiges Gerät. Das würde ich Der Gerät. sagen. Hier hin. Der Gerät geht nie kaputt. Nein, ich will hier Der nicht Gerät unten was wird nie machen. müde. So. Dann haben wir die Sawmill ist auch ein einzelnes Gerät. Batman. Und jetzt haben wir nämlich noch ein bisschen sehr eng. Ach ja. Als Fledermaus kann Eng kann ich. auch sehr schön sein. Ja, aber wir haben dafür Was? einen großen Raum. Mach mal bitte beide wieder zu. Ich kann die nicht zumachen als Fledermaus. Möchte ich hier gern einen haben und 3 Abstand und hier ein. Heißt Induction Smelter und die Sawmill. So, wir kommen auf der anderen Seite. So. Dann haben wir den Magma Crucible und Fluid Transposer. Das sind zwei Stück in einem. Die würde ich. Alter, was ist denn hier aus dem Kissen? Das sind einfach alle hier stumpf hingestellt, oder? Ja, einfach so hin. Ja, die will ich, Oder würde ich brauchst du die dann hier nicht? noch nicht. So, Ach da würde so. ich die beiden hinpacken. Chris, Glacial Precipitator und Ignoise Extruder, brauchen wir die eigentlich? Lass mich überlegen. Also Glacial ist einfach nur für Eis und Schnee und Genau, so. also zur Erklärung, der Glacial Precipitator oder wie auch immer der ausgesprochen wird, damit kann man Eis, Schneebälle oder Schneeklötze erzeugen, indem man Wasser zufügt und Strom. Und bei den Ignoise Extruder kann man durch Lavazufuhr und Wasser Obsidian, Kabel und Cleanstone herstellen. Was sie aber eigentlich alles gar nicht brauchen. Höchstens, Dings. Wie heißt's? Obsidian. Aber selbst da brauchen wir nicht so viel von. Aber ansonsten, du bist immer noch in der Mine, oder? Chris? Wen meinst du jetzt nicht? Ich bin immer noch auf dem Weg zurück. Bin aber gleich da. Okay. Ansonsten würde ich die beiden auch einfach mit einplanen. Fertig. Dann haben wir den Raum wenigstens ein bisschen voller. Einmal hier. Einmal hier. B.
Die anderen beiden sind auch still. Und nein, ich will hier unten nichts machen. Bevor du mir wieder. So langsam habe ich es verstanden. Obwohl dann ich häng in der Wolke fest, ey. Cyclic Assembler und den Energetic Infuser. Was genau die können, habe ich immer noch nicht rausgefunden.